Hier ist jetzt im Rahmen von Doc Neuland Fallaina ein scrollbares Graphic Novel. Das Ganze ist illustriert von Marietta Renn. Und worum es da geht und was man da machen kann und was man da entdecken kann, schauen wir jetzt. Okay, Fallaina beginnt also quasi in einer Unterwasserwelt. Man sieht die Fische hier umher schwimmen, das Ganze verstellt sich durch das eigene Scrollen. Man hat also quasi den Effekt von Bewegung innerhalb der Zeichnung. Es beginnt mit den Credits und man sieht den ersten Wal. Fallaina als Ganzes beschreibt die Geschichte eines Mädchens namens Audrey. Und sie hatte Halluzinationen. Und zwar halluziniert sie Wale. Und die erscheinen in ihrer Welt halt ganz oft. Die ganze Geschichte wird erzählt in einer Art Comicform. Und zwar in einem Graphic Novel, wo man aber selber bestimmen kann, wie schnell die Geschichte vorangeht. Das heißt, man kann quasi scrollen immer weiter. Und die Geschichte wird natürlich einerseits in Bildform erzählt, aber eben auch durch Sprechblasen. Dabei ist das Gute wirklich, dass man in wirklich seiner eigenen Form immer weiter scrollen kann, je nachdem, wie schnell man liest. Und man kann eben auch ein Bild einfach mal stoppen oder sogar zurückgehen, wenn man sich etwas nochmal anschauen will. Ja, Fallaina ist also eine gute neue Art, wirklich dokumentarisch auch eine Geschichte zu erzählen. Das Gute ist, dass man wirklich selber mitbestimmen kann, wie schnell die Geschichte vorangeht oder sogar nochmal zurückspulen kann sozusagen. Außerdem super gelungen, die Umsetzung in den Comic, die ist sehr detailliert, also alles in allem super.